Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Conscious Love Podcast Bewusst im Gespräch. Ich bin der Thomas und Gründer von Conscious Love, der führenden Dating- und Freundschaftsplattform für bewusste und aufgeweckte Menschen. Falls du selbst noch nicht dabei bist, dann melde dich kostenfrei an unter www.conscious-love.com und sei dabei bei der führenden Plattform für bewusste Menschen und connecte dich dort mit weiteren aufgewachten Leuten für Freundschaft, Dating oder Liebesbeziehung, denn du verdienst mehr, als dir der Mainstream zu bieten hat. Und damit auch schon die Überleitung zum heutigen Thema, denn ich spreche einen Solocast ein, das heißt, ich werde über ein Thema sprechen und diesmal kein Interview führen. Und das Thema heute lautet die Truman Show, Wahrheit erkennen und wie sich die Matrix selbst verrät. Vielleicht kennt ihr das aus den Filmen, dass manche Filme so, also dass die Geschichte in manchen Filmen so auffällig ist, dass du dir denkst, wie kommen die Regisseure, wie kommt der Drehbuchautor auf diese Inhalte? Und das sind oft Filme, wo wir das Gefühl haben, das ist doch mehr Wahrheit als Fiktion. Und die Truman Show ist einer dieser Filme. Und darüber möchte ich heute sprechen und ich möchte darauf eingehen, wie uns in Filmen immer wieder die Wahrheit gezeigt wird. Und wie komme ich drauf? Also ich habe vor kurzem nach langer Zeit mal wieder die Truman Show angeschaut, weil ich das aus meiner aktuellen Bewusstseinsperspektive anschauen wollte. Und es ist wirklich erstaunlich, wie anders ein Film sein kann, wenn du den Film mit einem anderen Bewusstsein anschaust. Vielleicht kennst du das oder wir sagen das auch oft über Bücher. Immer wenn du dasselbe Buch nochmal liest, ist es wieder ein anderes Buch, weil du das mit anderen Augen liest, weil du dich selbst weiterentwickelt hast, weil du selbst vielleicht anders auf die Dinge schaust. Und so ging es mir beim Anschauen der Truman Show. Also wer kennt sie nicht, die Truman Show? Das ist ein Film aus dem Jahre 1988, also vor 35 Jahren schon, aufgenommen von Peter Weir und Jim Carrey spielt er die Hauptrolle als Truman Burbank. Und aus meiner Sicht könnte die Fiktion des Films nicht wahrhaftiger und zeitaktueller sein. Deswegen möchte ich hier meine Gedanken mit dir teilen und die Parallelen des Films auf unsere aktuelle Welt darstellen. Denn schließlich steht Conscious Love auch für Wahrheit, Freiheit und Bewusstsein und verbindet eben solche aufgeweckten Menschen, die hinter die Lügenmatrix des Mainstreams schauen. Ja, um was geht's bei Truman? Der Truman wird als Baby in eine für ihn künstlich kreierte Fake-Welt geboren. Alles in seinem Leben wird dokumentiert, also überwacht und im Fernsehen ausgestrahlt als TV-Sendung. Sein Leben wird sozusagen als Produkt vermarktet. Er wird vom System verkonsumiert. Alle Menschen, die er im Leben hat, sind Schauspieler. Egal, ob das seine Arbeitskollegen sind, sein bester Freund oder sogar seine eigene Ehefrau. Die Schauspieler, ja, wir könnten die auch Avatare nennen. Ja, die haben die Rolle, Truman vom Erwachen und dem Erkennen der Wahrheit abzulenken und ihn in dieser Fake-Welt, also im System dort, festzuhalten. Ja, so verbringt Truman sein Leben damit, brav arbeiten zu gehen, er führt ein anständiges Eheleben, hängt mit seinem besten Freund am Strand ab, zum Bier trinken und philosophieren. Aber innerlich spürt er immer mehr, dass irgendwas ganz komisch ist in dieser Welt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und da möchte ich dich fragen, ob du hier schon merkst, ja, dass es Parallelen vielleicht zu deiner Welt, zu deinem Leben gibt. Wie du dein Leben lebst und wie du eigentlich in dir spürst, dass die Dinge vielleicht anders sind, wie dir das dargestellt wird. Okay, auf jeden Fall entlang des ganzen Films wird uns dann sehr präzise aufgezeigt, wie das System, in dem wir selbst leben, funktioniert, wie wir abgelenkt werden, wie wir auf die falsche Fährte gelockt werden, wie wir als Kind auch schon traumatisiert werden, um die Realität der Welt, wie sie uns dargeboten wird, zu akzeptieren. Und es wird auch dargelegt, wie mutig und wahrhaftig wir sein dürfen, um die wahre Beschaffenheit der Welt, in der wir leben, zu entdecken.
diese Reise möchte ich dich mitnehmen. Am Anfang des Films fällt plötzlich etwas vom Himmel, direkt vor die Füße von Truman. Er ist gerade aus dem Haus gegangen und eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Das, was runtergefallen ist, ist ein Scheinwerfer mit der Aufschrift Sirius. Sirius kennt ihr vielleicht als Stern. Das heißt, es fällt ein Fake-Stern vom Himmel. Truman hebt die Überreste auf und blickt ganz verwundert nach oben, nach links, rechts, um sich herum, um zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber er muss zur Arbeit. Hat eigentlich wenig Zeit, sich jetzt Gedanken zu machen. Das heißt, er steigt ins Auto ein, macht den Radiosender an, jeden Morgen, und los geht's. Und ja, damit Truman nicht zu sehr ins Grübeln gerät, werden im Radio sofort Fake News gesendet. Ja, sie sagen, dass ein Flugzeug ein paar Teile verloren hätte. Sie hoffen, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Und haben eine super Erklärung, was da gerade passiert ist. Bevor Truman ins Büro geht, kommt er immer am Kiosk vorbei, holt sich noch die neue Tageszeitung. Und auch in der Zeitung steht dasselbe nochmal drin. Und Truman fühlt sich beruhigt und denkt auch gar nicht mehr weiter über die Sache nach. Auch das, finde ich, ist schon eine schöne Parallele zu heute. Ja? Denn damit die Menschen nicht zu sehr drüber nachdenken, wenn sie spüren, dass etwas komisch ist, liefert der Mainstream, die Medien, die Politik sofort eine Fake News Antwort, damit die Masse der Menschen wieder beruhigt ist. Und wie im Film vor 35 Jahren, hat dies ja auch 2020 bis 2022 wunderbar funktioniert, oder? So, nun geht's weiter. Der Truman ist im Büro angekommen. Er ist absolut gelangweilt von seinem Job, von seinem Leben. Er träumt nur noch davon, auszubrechen. Er möchte die Welt erkunden, ein Abenteuer erleben. Ein großer Traum ist es, nach Fidschi zu fliegen, ins andere Ende seiner Welt und seinen Job aufzugeben. Aber sofort werden die Avatare aktiv. Sein bester Freund redet ihm ein, wie gut er es doch habe in seinem Job. Er froh sein soll, dass er so eine Arbeit hätte. Dass er selbst, also sein Freund, gern eigentlich so einen Job hätte und das total bewundert, was Truman da arbeitet. Er erklärt ihm auch, was für eine tolle Ehefrau an seiner Seite sei und dass er doch am schönsten Ort der Welt lebe und wo er denn woanders hinwollen würde, wo es doch so schön hier ist. Truman geht dann nach der Arbeit heim und auch zu Hause bei seiner Frau äußert er seine Bedenken und seine Wünsche und da läuft dann derselbe Brainwash ab. Ja, also auch die Frau bestärkt ihn, dass er doch hier bleiben soll und was er sich denn da alles zusammenspinnt. Die Nachricht für ihn ist also, hey, hör auf zu träumen, leb einfach deinen Alltag, sei glücklich mit dem, was du hast, füg dich ins System ein, hör auf zu denken. Truman ist aber stärker als sein Umfeld. Er lebt seine eigene Wahrhaftigkeit und er folgt seinem Herzen, seinem inneren Gefühl, die Wahrheit zu entdecken. Er ist angestachelt und gibt nicht auf. Ja, das wird langsam brenzlig für die Sendung, für die TV-Show. Und die Regisseure der Sendung geben dann aufgrund der Brisanz der sich entwickelnden Situation mit Truman eine Pressestunde ab und öffnen die Sendung für Zuschauerfragen. Ein Anrufer kommt durch und stellt dann folgende Frage an den Schöpfer der Sendung. Was ist für Sie der Grund dafür, dass es Truman bisher niemals gelungen ist, die wahre Beschaffenheit der Welt, in der er lebt, zu entdecken? Fragt der Zuschauer. Der Schöpfer antwortet ganz nüchtern. Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns dargeboten wird. So einfach ist das. Denkt mal darüber nach, das ist sehr tiefgründig. Eine weitere Zuschauerin wählt sich ein und fragt, hey, haben Sie denn gar kein schlechtes Gewissen? Er ist doch kein Schauspieler, er ist ein Gefangener in Ihrer Sendung. Der Schöpfer antwortet, er könnte jederzeit gehen. Truman könnte jederzeit gehen, wenn seine Absichten nicht so halbherzig wären. Wenn er wirklich im Innersten entschlossen wäre, die Wahrheit herauszufinden, könnten wir dies unmöglich verhindern. Und ich finde, das ist ein schöner Aufhänger. Also frag dich mal selbst, wie weit bist du bisher für die Wahrheit gegangen? Wie sehr hast du dich der Manipulation in deinem Umfeld entziehen können?
Wie tief hast du das Gegebene hinterfragt? Wie mutig bist du eigentlich bisher wirklich gewesen, deinen Weg zu gehen? Wie sehr bist du entschlossen, deinem inneren Drang, deinem Herzen zu folgen? Frag dich das bitte mal. Oder vielleicht willst du dich das auch gar nicht fragen, weil du einer der vielen Menschen im Mainstream bist, die gar kein Interesse haben, aufzuwachen. Die auch nur halbherzig ihre eigenen Absichten verfolgen, die halbherzig nur im Leben stehen, die halbherzig ihren Job machen, die halbherzig ihre eigene Lebensvision umsetzen und viel lieber in der Komfortzone bleiben. Ist ja auch viel kuscheliger. Truman fängt also an, immer weiter die Grenzen der Kulissen der Matrix, in der er lebt, zu testen. Er bricht aus seiner täglichen Routine aus. Er gibt vor, ins Büro zu fahren, aber fährt woanders hin. Ganz schön frech. Auf jeden Fall bemerkt er immer mehr, dass alles inszeniert ist, dass die Menschen jeden Tag das Gleiche tun, zur selben Zeit, am selben Ort sind, ihn beobachten, ihn versuchen zu kontrollieren. Sobald er etwas Ungeplantes unternimmt, stehen die Avatare auf Alarmbereitschaft und versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass er der Wahrheit näher kommt. Ein Beispiel. Er fährt mit dem Auto aus der Stadt heraus, will in eine andere Stadt fahren, was aber ja gar nicht möglich ist in dieser abgeschlossenen Kuppel, in der er lebt. Und es wird sofort ein Riesending inszeniert, und zwar ein nuklearer Unfall eines Atomkraftwerks wird simuliert, sodass alle Wege blockiert sind und Truman nirgends mehr weiter hinfahren kann. Er versucht trotzdem drumherum zu laufen, alle Blockaden hinter sich zu lassen, wird aber von den Systemagenten eingefangen. Ja, sie stempeln ihn für verrückt ab und bringen ihn wieder nach Hause. Und das ist auch eine schöne Analogie, denn je näher du also der Wahrheit kommst, desto panischer reagiert das System auf dich. Und sie werden alles versuchen, dich aufzuhalten. Auch die Menschen um dich herum werden alles versuchen, damit du in der gewohnten Fake-Welt hängen bleibst. Sie werden dir einreden, du bist verrückt. Sie werden dir einreden, hör auf damit. Sie werden dir einreden, hey, lass das doch alles super in deinem Leben. Hör doch endlich auf zu denken. Sie werden dir alle möglichen Dinge einreden, damit du von deinem Weg abgebracht wirst. Also überleg dir genau, wenn Menschen in deinem Umfeld versuchen, dir irgendwas auszureden, anstatt deine Ideen, deine Wünsche, deine Träume zu unterstützen, dann schau ganz genau hin, mit welchen Leuten du dich eigentlich umgibst. Was noch spannend ist, sehr spannend sogar, ist, dass kurzzeitig eine Frau in der Sendung auftaucht und Truman verliebt sich in diese. Und es gibt eine Szene, da stehen beide am Meer und sie weiß, was da abläuft, weil sie halt eine dieser Schauspielerinnen ist, die sich kurz eingeschlichen hat. Und sie fängt an, ihn zu warnen. Sie sagt ihm, hey, du musst mir genau zuhören, das ist alles nur eine Show hier. Du wirst angelogen, das ist alles fake. Pass auf dich auf, du bist in Gefahr. Schau, dass du hier rauskommst. Truman ist total verwirrt in dieser Szene und sofort greift das System ein. Also es kommt sofort einer im Auto angefahren, ein Systemagent, der sich als Vater dieser Frau ausgibt und entfernt die Frau aus der Szene, schiebt ins Auto rein und erklärt Truman dabei noch, dass sie schizophren wäre, und er macht eigentlich so dieses Gaslighting per excellence. Also er redet Truman ein, dass halt diese Frau komplett verrückt wäre und lässt ihm in einem komplett falschen Glauben. Ja, und so ist es auch in unserer Matrix-Welt. Es gibt einerseits Leute, die dich immer im System halten wollen. Ja. Dann gibt es aber auch vereinzelt Menschen, die dich der Wahrheit näher bringen wollen, die dich aufklären wollen, die dir helfen wollen, ja, die dir helfen wollen, dass du dich letztendlich befreien kannst. Sobald aber diese Menschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen, greift das System ein und sie werden vom System beseitigt. Sie werden diffamiert, diskreditiert, zensiert. Ja, bis dahin, dass sie ins Gefängnis gesteckt werden oder eben weggeräumt werden. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, und wir alle wissen, was in den letzten Jahren mit sogenannten Menschen, die sich für die Wahrheit eingesetzt haben, passiert ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Truman als Kind schon schwer traumatisiert wurde. So wurde inszeniert, dass bei einem Segelturn mit seinem Vater auf dem Meer, also innerhalb dieser Kuppel der Fake-Welt, die er lebt, dort sein Vater in einem Sturm vom Boot fällt und in Wellen ertrinkt.
Und das Ziel dieser Inszenierung ist, dass Truman niemals wieder auf die Idee kommt, im Meer zu segeln. Denn dadurch könnte er an den Rand dieser Fake-Welt gelangen und das Lügengerüst entlarven. Das heißt, sobald Truman dem Wasser näher kommt, hat er immer wieder starke Angst davor und ja, wird so traumatisiert sein, darüber den Weg zur Wahrheit gehen zu können. Ja. Auch da die Frage, merkst du was? Gibt es da vielleicht Parallelen zu dir selbst oder zu deiner Welt, wie du sie erfährst, zu deiner Kindheit, was du bei anderen Kindern beobachtest, wie dort mit denen umgegangen wird? Genau. Und erst als Truman diese Angst und sein Trauma überwindet und mit dem Segelboot aufbricht, die Welt zu erkunden, wird es ihm möglich, der Wahrheit näher zu kommen. Er muss dafür sein Leben aufs Spiel setzen, um der Wahrheit näher zu kommen. Und als er sich dem Rand seiner Welt gefährlich nähert, ja, gerät das System komplett in Panik und es bleibt dem System nichts anderes mehr übrig, als zu versuchen, ihn zu töten. Das heißt, sie inszenieren einen riesigen Sturm mit großen Wellen, der das Segelboot umwirft, der ihn ins Wasser wirft. Und es ist für ihn eigentlich der letzte Test. Bleibt er wirklich standhaft? Riskiert er alles für die Wahrheit und steht er die größte Attacke gegen ihn durch? Und letztendlich überlebt Truman den Sturm im Meer. Er setzt sich bis zum Schluss gegen alle Widerstände und alle Manipulationen durch und schafft es dann, durch die Exit-Tür zu gehen. Und selbst dort, als er davor steht, versucht der Schöpfer der Sendung, das System nochmal, ihn auf ganz geschickte Art und Weise zu manipulieren, dass er doch lieber in dieser Fake-Welt bleiben soll, dass es ihm doch gut gehe dort, dass er sich dort sicher fühlen kann, dass er dort alles hat, was er braucht. Aber selbst das klappt nicht mehr, weil Truman für sich entschieden hat, seinen eigenen Weg zu gehen und die Matrix durch die Exit-Tür zu verlassen. Und ich finde auch, das Ende des Films ist nochmal sehr bezeichnend. Ja, also Truman steht dort, verabschiedet sich endgültig aus der Matrix und anschließend wird die Übertragung der Sendung abgebrochen. Ja, und als letzte Szene werden dann zwei Wachmänner gezeigt, die sich während der Sendung immer mit Fastfood vollgestopft haben und deren einzige Sorge es nun ist, was sonst noch im TV-Programm läuft. Ja, und während Truman also die Wahrheit seiner Welt erkannt hat und mit allem Mut seine Matrix verlassen hat, war es für den Zuschauer nur eine Unterhaltung und sie konsumieren völlig unreflektiert das nächste TV-Programm. Ich finde, schöner könnte die Gegenüberstellung von Wahrheit und Mainstream kaum sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes Aufwachen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas. Und falls wir uns nicht wiedersehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.